Mama, die extra aus der Slowakei angereist ist. Dein größter weiblicher Fan, ha? Jawohl. Backstage trifft sich Dave allerdings heimlich mit einem anderen weiblichen Fan. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Sex, aber wir wären gern ungestört. Sagen wir mal so, die Unschuld hat Dave schon seit längerem verloren. Ich habe sehr früh sexuelle Erfahrungen gemacht und das Ganze war eher oberflächlich und ich habe auch sehr viele Frauen dadurch verletzt, glaube ich, im Nachhinein, was mir sehr leid tut. Und ich habe es bis jetzt noch nicht sehr vielen Menschen erzählt, aber es ist auch schon wurscht. Ich hatte als 15-Jähriger, habe ich einen Sommer lang mit einer 11 Jahre älteren Frau verbracht. Was am Anfang nur Spaß und abenteuerlich war, hat sich dann zum Schluss so weit entwickelt, dass sie wollte, dass ich zu ihr ziehe. Und ich habe halt gelernt, dass man aufpassen muss, egal wie groß der Altersunterschied ist, was man zu einem Menschen sagt, damit man ihn nicht im Endeffekt verletzt. Und deswegen gehe ich auch, glaube ich, viel respektvoller mit Frauen um und lasse mir viel mehr Zeit. Könnte ich vielleicht eine Viertelstunde mit dem Song verbringen, so ja, wie mit einer Frau, und dann mich entscheiden, was ich jetzt haben will? Um eine Frau kennenzulernen, das braucht wahrscheinlich ein Leben. Aber um zu sagen, ob sie mich interessiert oder nicht, das geht ziemlich schnell. Und ich hoffe, das wird genauso schnell auch mit dem Song gehen. Wenn Dave von 15 Minuten spricht, sind es in Wirklichkeit 5. Und er glaubt wohl, dass das reicht, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Mit dem Alter kommt die Einsicht. So einfach ist das nicht. Es gibt derzeit ein paar Menschen in meinem Leben, die ich sehr respektiere. Da sind auch Frauen dabei. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen, bis sich da herauskristallisiert, ob ich mich da wirklich auf einen Menschen einstellen kann, um es diplomatisch auszudrücken. Dave is probably super confident. Dave ist sehr selbstbewusst, aber unter seiner Oberfläche schlummert ein kleiner Bub. Start Nummer 07, trainiert von Ray Cokes. Hier ist Dave Reismann. Oh, life is bigger. Bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up, and that's me in the corner. Me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. Ich kenne dich am Klavier, jetzt an der Gitarre. Was für Instrumente erwarten uns denn noch? Die Frau. Ich würde doch gerne Bass spielen und Schlagzeug, aber ja, es bleibt dabei. Es wäre möglich eigentlich, also so vom Platz her auf der Bühne, daran soll es nicht scheitern, ja. Scheitert es denn am Gesang so grundsätzlich? Philipp, in der ersten Sendung hast du gesagt, Dave ist zu schleimig. In der zweiten Sendung hat Mario gesagt, nicht rockig genug. Was sagst du denn heute in der dritten Sendung?
Ich war sehr, sehr skeptisch, als ich von dem Song und von dir gehört habe. Ich bin ganz ehrlich, ich finde den Song nicht wahnsinnig aufregend. Und es ist auch ein schwieriger Song, weil diesen Song überhaupt auf eine Bühne zu bringen, ist kompliziert. Der Song ist eigentlich mit Tempo. Ja? Der zieht sich in einer Wurst durch, da sind wenig spektakuläre Momente. Und es ist eben fast unmöglich, finde ich, diesen Song spannend auf seiner großen Bühne zu performen. Ich kann dich aber beruhigen. Ich persönlich habe den Song noch nie so spannend wie heute Abend gehört und dafür möchte ich dir mal kurz gratulieren. Dankeschön. Okay. Ich freue mich, dass du uns zeigst, was du an den Instrumenten kannst. Ich finde das gut. Du hast ein Riesentalent und bei mir ist heute ein bisschen auch der Knopf bei dir aufgegangen. Ich tue mal den Daumen hoch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke. Das wünschen Sie sich für